Bitte haben Sie Erbarmen mit mir. Es tut mir leid. Ich weiß, ich habe geschwört, ich werde niemals andere Puppen außer euch vergöttern. Aber ganz ehrlich, Charles Band ist trotzdem einfach fucking cool. Und das ist ganz ehrlich etwas, ich weiß, ich habe es hier auf meinem Kanal schon oft gesagt, aber es gibt Dinge, die muss man einfach öfter tun. Zähneputzen beispielsweise ist etwas. Ja, ihr könnt mir dankbar sein für diesen Hinweis, weil man kriegt immer wieder mehr mit, dass manche Leute das nicht wissen, dass Körperpflege etwas ist, das zwar schön ist, wenn man das einmal gemacht hat, man es aber trotzdem vielleicht regelmäßig machen müsste. An der Stelle wahrscheinlich die einzige Situation, wo Leute froh sind, die am Land leben und nicht wissen, wie es bei 40 Grad in öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Aber meine Liebe, zu Charles Band und vor allem Full Moon Entertainment habe ich ja in den letzten Monaten hier auf dem Kanal immer wieder erwähnt. Und es ist auch etwas, das kann man immer wieder erwähnen, vor allem wenn Wicked Vision Media hergeht und eine eigene Full Moon Classic Selection auf den Markt bringt. Ja, womöglich als Nachfolger zu den ersten Titeln, die sie noch im DVD plus Blu-ray Mediabook gebracht haben. Hier auf dem Kanal gibt es übrigens zu allen diesen Titeln genaue Reviews und Vorstellungen. Gibt's jetzt die Classic Selection, eine Auswahl an verschiedenen Titeln, die teilweise bereits auf Blu-ray im deutschsprachigen Raum erschienen sind, teilweise aber eben auch absolute Blu-ray-Premieren sind. Und bevor dann in einiger Zeit der großartige Puppet Master Koffer mit den ersten 11, glaube ich, sind's Filmen erscheint, den wir hier uns auf dem Kanal natürlich dann ebenfalls in aller Genauigkeit anschauen, möchte ich in der nächsten Zeit jetzt einmal einen Blick auf die ersten 4 Titel der Full Moon Classic Selection werfen. Ganz am Anfang auf jeden Fall einer meiner persönlichen Lieblings-Full Moon-Filme. Ja, ich bin ein absoluter Fan von Albert Pyun und seiner Art, reißerische Science-Fiction-Action zu inszenieren, nämlich aus geringen Budgets, teilweise relativ wenig rauszuholen, aber dafür unglaubliche Unterhaltung zu bieten. Außerdem finde ich, ist dieser Film grandios besetzt. Tim Thomerson als Dollman-Cop, als Space-Cop, der, so steht es zumindest in der IMDb, inspiriert wurde von Dirty Harry, aber meiner Meinung nach verhältnismäßig mit seiner ernsten Miene ein kleines bisschen mehr an David Rashi als Sledgehammer erinnert. Außerdem noch in einer großen Rolle in dem Film zu sehen, der absolut großartige Jackie Earl Haley, der nicht nur in dem Film Watchmen als eine absolut großartige Figur gemacht hat, sondern meiner Meinung nach auch in Nightmare on Elm Street Remake. Es tut mir leid. Aber egal, Dollman ist ein unglaublich unterhaltsamer und vor allem unglaublich kurzweiliger Film. Und das ist jetzt wenig überraschend. Immerhin läuft der Film nur 82 Minuten. Wobei man da vielleicht auch noch dazu sagen sollte, dass von diesen 82 Minuten Film 6,5 Minuten auf den Abspann inklusive Best-of-Segmenten mit quasi sitcomesker Präsentation und Darstellung der Hauptcharaktere entfallen und die reine Filmlaufzeit nur 75 Minuten ist. Aber dafür macht dieser Film in dieser Zeit absoluten Spaß. Vor allem Spaß, wie großartig teilweise der Mini-Space-Cop in andere Szenen hineinkopiert wurde. Unglaublichen Spaß, wie großartig sie diese Szenen gedreht haben, um den Eindruck zu vermitteln, dass er viel kleiner ist als alle anderen. Spoiler-Alarm, es hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Es ist ein kurzweiliger, spaßiger, großartiger Film, den ich jetzt eben in der Wicked Vision Classic Selection von Full Moon Entertainment hier bei mir habe und wo ich mich freue, euch jetzt einmal diese Blu-ray, nennen wir es vorsichtig mal Neuauflage, in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check näher vorzustellen. Bevor wir uns jetzt einmal genau mit der Blu-ray von Dollman beschäftigen, möchte ich am Anfang meiner kurzen Full Moon Classic Selection Review Reihe noch auf ein paar allgemeine Gesichtspunkte eingehen, damit ich diese dann nicht bei jedem Review wiederholen muss. Grundsätzlich hat Wicked Vision für diese Reihe ein meiner Meinung nach absolut hervorragendes Grunddesign geschaffen. Ihr wisst, ich bin kein großer Fan von Rahmen, aber ein großer Fan von Reihen. Ich finde aber, dass Rahmen
Namen teilweise im Design gut eingebettet eine Reihe ausmachen können. Und so hat man es eben hier geschafft, die einzelnen Motive, finde ich, sehr schön in dieses viereckige Cover-Motiv, das mich ein bisschen eben erinnert, also an so ein klassisches Video-CD-Cover einzubauen und eben mit dem Rahmen drumherum einerseits auf die Classic Selection beziehungsweise andererseits auf den Filmtitel hinzuweisen. Eine interessante Idee finde ich im Übrigen auch, dass Wicked Vision die Reihenbezeichnung und Nummerierung ausschließlich auf dem Frontcover angebracht hat, nicht aber beispielsweise auf dem Spine. Damit wollten sie eben sicher gehen, weil in der Reihe einerseits neue und andererseits eben bereits veröffentlichte Titel erscheinen, dass sich niemand gezwungen sehen muss, unter Anführungszeichen alle zu kaufen. Finde ich eigentlich ein sehr angenehmer, kundenfreundlicher Service. Genauso bei dem Backcover finde ich es absolut bemerkenswert, wie gleich, einheitlich und demnach eben als Reihe schön diese Edition hier aussieht. Jetzt allerdings einmal die anderen drei Titel auf die Seite und wir werfen einen genauen Blick auf Dollman. Das Frontcover von dieser Blu-ray entspricht dankenswerterweise, holy hell, nicht dem, was Highlight Film damals als deutsches Videocover verwendet hat, sondern entspricht dem alten amerikanischen Videotheken bzw. Filmplakat, ist, finde ich, ein absolut großartig gezeichnetes Bild, das eben einerseits die Größe des Dollman in Relation setzt mit einzelnen Elementen von diesem Müllplatz, wo ein großer Teil des Films gedreht wurde. Ja, weil Steine und Müll haben offensichtlich nicht allzu hohe Drehkosten verlangt. Aber wir können jetzt eben einmal über den Spine schauen, wo wir noch einmal den Filmtitel sehen, auf das Backcover. Und da bekommen wir einige Bilder aus dem Film, wir bekommen die Inhaltsangabe sowie die Details zum Bonusmaterial. Da ist auf jeden Fall interessant, dass wir neben dem Originalbericht aus der Video Zone, dem quasi Making-of-Special von Full Moon Entertainment, eben auch noch einen Videocast mit Charles Band und Tim Thomerson bekommen. Aber das, was mir persönlich bei diesem Bonusmaterial ganz besonders gut gefällt, ist, dass wir einen fast einstündigen Rohschnitt der Videozone bekommen mit etlichen weiteren Einblicken, B-Roll-Material, Blicken eben hinter die Kulissen, der nicht auf der alten Blu-ray von 84 Entertainment enthalten ist. Also für alle tatsächlich riesen Giga-Fans von Full Moon Entertainment zahlt es sich meiner Meinung nach allein aus dem Grund wahrscheinlich schon aus, hier noch einmal einen Blick auf diese Edition zu werfen. Vor allem, weil der Videozone-Bericht auf der alten Blu-ray, der Hauptbericht, dann ebenfalls nur mit 7 Minuten angegeben wird, aber hier auf der Wicked Vision Blu-ray dann tatsächlich über 22 Minuten läuft. Eine absolut coole Sache. Jetzt können wir ins Innere schauen und eben auf der rechten Seite einerseits die Blu-ray finden, die meiner Meinung nach auch hervorragend gestaltet wurde, eben passend zu dem Rahmen-Look auf dem Frontcover bzw. auch hier auf der Disc, durchnummeriert mit der Full Moon Classic Selection Nummer 1 und das ist auch etwas, das ich jetzt nur einmal erwähnen möchte, etwas weiteres ist, was diese Reihe ausmacht. Denn für alle, die diesen Rahmenlook vom Frontcover nicht mögen, gibt es immer das Originalposter dann auch als Wendecover ohne den Rahmen. Ich würde das wahrscheinlich in dem Fall sogar vorziehen, einfach weil das absolut geniale Motiv damit mehr Spielraum und Spielplatz auf diesem Frontcover bekommt, werdet das dann jetzt eigentlich auch gleich kurz wenden. Da finden wir, finde ich, noch wesentlich schöner und reißerischer ein bisschen den Filmtitel und eben die Namen der beiden Hauptdarsteller vermittelt. Das Ganze, vor allem wie er da einfach in die Luft schießt, macht, finde ich, noch einen viel cooleren Eindruck. Oder die allein die Szene, wo sie, wo ihm der eine die Waffe wegnimmt und die ist dann so mini. Ach, Verzeihung. Und finden natürlich ebenfalls das identische Wendecover. Kurzer Hinweis, das nächste Ding, das ich euch zeige, ist nichts, was regulärer Bestandteil dieser Veröffentlichung ist. Diese Trading Cards sind exklusiv im Shop von Wicked Vision Media zu bekommen und vorbehalten den ersten 200 Bestellern für diese Edition. Wir sehen da in diesem Trading Card Game, das nehme ich einmal an, im Laufe der nächsten Zeit um ein paar Charaktere erweitert wird, in diesem Fall natürlich den Dollman, weiters mit dem selben Covermotiv wie eben auch auf der Blu-ray und ein paar
Eigenschaften wie Intelligenz, Stärke und Coolness finde ich eine Größe 2 von 10, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Finde ich, ist eine absolut coole Idee, hier ein Sammelkartenspiel aus den Full Moon Charakteren zu machen. Das ist eine geile Idee von Wicked Vision und meiner Meinung nach, obwohl es wieder nur eine einfache Plastikhülle ist, finde ich eine tolle Sache, vor allem eben, weil man hier, wie auch schon bei Graf Zaroff, nicht einfach auf die Standard Keep Cases zurückgreift, sondern eben auf die meiner Meinung nach wesentlich edleren Scanner Keep Cases, bei denen es eben oben keinen Blu-ray-Banner gibt und damit das Covermotiv schon einmal generell größer sein kann und das Ganze auch mit der Größe und Dicke, finde ich, einfach einen besseren Eindruck macht. Wie bereits erwähnt, erscheint Dolmen mit der Full Moon Classic Selection Blu-ray-Auflage von Wicked Vision Media nicht zum allerersten Mal in deutscher Sprache in High Definition. Aber nachdem ich bei anderen Reviews das Feedback bekommen habe, dass es euch trotzdem wichtig ist, einen Blick auf den HD-Transfer im Detail zu werfen, möchte ich das natürlich nicht auslassen und auch in diesem Video einige Screenshots präsentieren und euch zeigen, was es mit der Bildqualität auf sich hat. Wie gewohnt weise ich darauf hin, dass die folgenden Screenshots von mir selber erstellt wurden und weder irgendwie bearbeitet noch verfremdet sind, aber ich musste sie natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität des Screenshots in der jetzt folgenden Slide schon nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Produziert wurde Dolmen im Jahr 1991 und obwohl Full Moon Entertainment quasi eine reine Direct-to-Video-Filmschmiede war, merkt man, dass ihren Produktionen aufgrund des vorhandenen und verwendeten Filmmaterials eigentlich meistens nicht an. Dolmen erscheint, finde ich, auf Blu-ray mit absolut hervorragendem Bild. Wir sehen das vor allem hier bei den Close-Ups, wo der Transfer eine wirklich angenehme Schärfe und knackige Detailzeichnung hat. Vor allem eben bei den Close-Ups von Dolmen können wir das wirklich gut erkennen, wo einerseits die Falten in seiner Haut, andererseits aber auch die einzelnen Haare seiner Frisur wirklich gut zur Geltung kommen und das Bild generell, finde ich, einen angenehm plastischen, farbenfrohen und kontrastreichen Blick macht. Etwas, das man von einem Film aus den 90er Jahren wahrscheinlich auch nicht anders erwarten würde, was man aber gerade aus dieser Dekade aufgrund der damals vorherrschenden billigen Filmmachenschaften, wollte ich jetzt eigentlich schon fast sagen, selten teilweise bekommt. Was mir bei dem Transfer deutlich aufgefallen ist, dass dünklere Szenen teilweise etwas stärker rauschen und etwas stärkere Störeffekte bieten als helle Szenen. Trotzdem, auch hier ist das Bild immer noch zufriedenstellend. Produktionsbedingt sind einzelne Einstellungen auch ein bisschen weicher ausgefallen, vor allem dann, wenn die zusammenkopierten Special Effects zum Einsatz kommen. Aber im Großen und Ganzen ist das für eine B-Movie-Produktion aus dem Jahr 1991 ein wirklich hervorragendes Bild. Und ich glaube, man hat sich in den letzten 10 Minuten schon denken können, Dolmen ist ein wirklich hervorragender Film. Und für alle, die diesen Film noch nie gesehen haben, kann ich nur empfehlen, schaut ihn euch an. In diesem Fall hat Wicked Vision Media mit der Full Moon Classic Selection eine kostengünstige Neuauflage zur deutlich teureren Mediabook-Erstauflage von 84 Entertainment produziert, hat dabei allerdings auch noch gleich wesentlich mehr Bonusmaterial mit auf die Scheibe geklatscht. Ob euch das zu einem Neukauf bewegt, ist eine Frage, vor allem weil die Reihe nicht auf dem Spine durchnummeriert ist. Wer sie allerdings vollständig im Regal haben möchte, der sollte sich diesen Release auf jeden Fall gönnen, vor allem, weil die Preise der Blu-Rays aus der Full Moon Classic Selection meiner Meinung nach mit 14 Euro oder 14,99 quasi pro Titel absolut fair und absolut gerechtfertigt sind. Dolmen ist ein großartiger und sehenswerter Film. Wicked Vision schafft es hier mit einer Nice Price Blu-Ray ein großartiges Bonuspaket für diesen Preis zu schnüren. Natürlich gibt es bei der Reihe keine Booklets, keine sonstigen Verpackungsschnörkeleien und Spielereien. Das ist allerdings ein Abstrich, den man bei diesem günstigen Preis für die Reihe auf jeden Fall gerne machen kann, wo man der Meinung sein kann, dass die Full Moon Entertainment Filme auch in dieser Verpackung wirklich absolut perfekt aufgehoben sind und wo man für den schmalen Taler eigentlich den maximalen Spaß bekommt. Aber was Spaß bedeutet oder bedeuten kann, das sehen wir dann wahrscheinlich morgen.